Die nächste Geschichte, die ich Ihnen vorlese, ist aus dem Buch Prosaranken – Gelebtes Leben von Emil Gettjens. Sie heißt »In Unordnung geraten – in einer unbekannten Stadt«. Dazu das Sprichwort »Ordnung ist das halbe Leben«. Herr Feddersen ist die personifizierte Ordnung. Dieser Sorte Menschen begegnet man nicht jeden Tag. Sein Leben ist in totaler Perfektion bis auf das Kleinste geregelt. Es ist unvorstellbar, dass er nicht jeden Morgen auf die Minute genau um die gleiche Zeit mit einem energischen Satz sein Bett verlässt, um danach mit immer derselben Musik einer CD eine festgelegte Dauer Bodengymnastik macht und danach für sich den Frühstückstisch deckt. Die erste Mahlzeit dauert genau 15 Minuten. Darin ist die Zeit für das Abräumen und den Abwasch enthalten. Obgleich er keine Familie hat, wird dieses Ritual peinlich genau eingehalten. So verläuft auch im Weiteren sein Tag. Genaue Arbeitszeit, festgelegte Wegzeiten, abends die Hauptmahlzeit und das Schlafengehen. Alles peinlich nach der Uhr. Er ist selbst eine Uhr, die immer genau läuft, nie vorgeht oder sich verspätet. Seinen Arbeitsplatz verlässt er immer um genau 17.30 Uhr. Der Pförtner nickt ihm dann freundlich mit der Bemerkung zu, pünktlich wie immer, Herr Feddersen. Stimmt genau, sagt er dann, auf Wiedersehen. An der Bushaltestelle stellt er sich dorthin, wo sich später die Einstiegstür vor ihm öffnen wird. Er wartet wie üblich die 4 Minuten bis zum Eintreffen des Busses. Die sich täglich wiederholende Begrüßung mit Willi Otremba, dem Fahrer der Linie 51, der den Bus täglich chauffiert, vollzieht sich nach dem gleichen Ritual. Er grüßt, Willi grüßt zurück und dann sagt er zu ihm, ich hoffe, es geht Ihnen gut, worauf der Fahrer erwidert, danke, ja, dasselbe hoffe ich auch für Sie. Darauf Feddersen, ja danke, ich kann nicht klagen. Diese Begrüßungsformel gefällt beiden und sie achten penibel darauf, dass es immer genau die gleichen Worte sind, die gesprochen werden. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Feddersen bei derselben Firma als Buchhalter, allein in einem kleinen Büro. Er fährt täglich morgens und abends mit dem gleichen Bus, immer um dieselbe Zeit, und sitzt bei beiden Fahrten immer auf dem gleichen Platz, um die Zeitung zu lesen. Sowohl morgens als auch abends geht er denselben Weg zur Arbeit und nach Hause. Er ist immer auf derselben Straßenseite unterwegs. Nachdem er am Abend die Linie 51 verlassen hat, geht er auf der Goethestraße, der Nordallee und der Lindenstraße weiter bis zu seinem Haus. Er bereitet sein Abendbrot, spült das Geschirr, sieht bis 22.30 Uhr fern und geht schlafen. Am nächsten Morgen bestimmt der gleiche Rhythmus seinen Tag. Seine innere Uhr geht nie vor oder nach. So fühlt Feddersen sich wohl. Das ist sein Leben. Es ist ein nasser Tag, an dem der Regen in Strömen fällt. Das Wetter bereitet Feddersen üble Laune und überdies bittet ihn der Abteilungsleiter 3 Minuten vor Arbeitsende zu einem Gespräch. Missmutig sieht er auf die Uhr, folgt jedoch dem Ruf. Es ist nur eine Ungereimtheit, die besprochen werden muss, dann kann er gehen. Nun kommt seine Ordnung durcheinander. Trotz größter Eile verpasst er den Bus. Auf den nächsten Warten steht er ungeschützt vor dem Wetter auf seinem Platz, wobei sein Schirm ihn kaum vor der Nässe schützt. Die Menschentraube wächst und der Bus hat Verspätung. Endlich, nach langem Warten,
nähert er sich der Haltestelle und fährt einen Meter weiter, als es Feddersen gewohnt ist. Am Lenkrad sitzt nicht Willio Tremba, sondern ein anderer. Die Fahrgäste drängen und endlich ist auch er eingestiegen. Einen Sitzplatz bekommt er nicht. Er steht an die Wand gelehnt und hält sich krampfhaft gegen das Rütteln und eventuelle Stürzen fest. Eine solche Busfahrt ist er nicht gewöhnt und dementsprechend ist auch sein Befinden. Um ihn herum riecht es nach nassen Kleidern und Ausdünstung. Die Luft ist zum Schneiden dick. Feddersen hat es schwer, seine Ordnung gerät immer mehr durcheinander. Langsam beruhigt er sich und bemerkt, dass neben ihm eine Frau steht, die ihn interessiert und freundlich lächelnd ansieht. Sie ist jünger als er. Auf eine sonderbare Art berührt ihn das. Er lächelt zurück. Die Frau ist ganz nah an seinem Gesicht und es ist nicht vermeidbar, dass er ihr Parfüm riecht. Eng heute, sagt sie und sieht ihn einen Wimpernschlag zu lange an, tiefer und länger als es üblich ist. Das trifft ihn. Er steigt aus, seine Nachbarin auch. Sie gehen denselben Weg. Nach ein paar Schritten sagt sie, wohnen Sie hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, auf der Lindenstraße. Das ist ja interessant. Ich wohne auf der Nordallee direkt davor. Wirklich seltsam, murmelt er. Täglich gehe ich diesen Weg und habe sie noch nie gesehen. Ich erinnere mich auch nicht. Übrigens, ich heiße Erika Sudmeier. Feddersen nennt auch seinen Namen und sagt, vielleicht sehen wir uns doch mal. Plötzlich wünscht er sich ein erneutes Treffen. Die Begegnung mit Erika hat in ihm etwas angestoßen, was er sich jedoch zunächst nicht eingestehen will. An diesem Abend wird seine innere Uhr unruhig und setzt schließlich aus. Alles bei ihm verschiebt sich. Eine Zeit lang sitzt er in Gedanken vertieft am Tisch, bis ihm bewusst wird, dass sich das Abendessen nicht von alleine zubereitet. Er macht sich an die Arbeit, wobei seine Gedanken andauernd bei seiner neuen Bekanntschaft weilen. Nach einiger Zeit stellt sich der gewohnte Rhythmus ein und am Abend ist seine Ordnung wieder vorhanden. Oder doch nicht ganz? Ich sollte mal einen Spaziergang machen, sicher täte mir die frische Luft gut. Und vielleicht begegne ich ihr, geht es ihm durch den Sinn. Am besten ich gehe sofort. Zum ersten Mal seit undenklichen Zeiten schaltet er den Fernseher nicht ein, sondern tritt auf die Straße. Ohne nachzudenken lenken ihn die Schritte in Richtung Nordallee. Er ist sich nicht mehr sicher, in welches Haus Erika Sudmeier gegangen ist. Damit er nicht auffällig wird, geht er wie ein Spaziergänger die Straße auf und ab, begegnet ihr aber nicht. Wiederholt nimmt er den gleichen Weg, um schließlich erfolglos nach Hause umzukehren. Ich werde morgen einen Bus später fahren. Es ist möglich, dass sie mit diesem Bus unterwegs ist. Dann bin ich eben etwas später im Büro und nicht schon eine halbe Stunde vor der Zeit, wie das sonst der Fall ist. Bevor er sich einen Sitzplatz sucht, hält er Ausschau nach seiner neuen Bekanntschaft. Fehlanzeige, sie ist nirgends zu entdecken. Am Abend nimmt er nicht den Bus mit Willi Otremba, sondern den nächsten. Vielleicht habe ich dabei Glück, sind seine Gedanken. Die Enttäuschung folgt. Auch, dass er abends früher als üblich und morgens noch später fährt, bringt ihn nicht weiter. Was er auch unternimmt, Erika Sudmeier sieht er nicht wieder. Was jedoch nicht heißt, dass dieser Umstand seine Unruhe geringer werden ließe. Er leidet und Erika Sudmeier bleibt verschwunden. Jeden Abend spaziert Feddersen über die Nordallee. Die Schritte sind ungeduldig schnell
Und wer den Grund seiner Wanderungen kennt, bemerkt auch die Unruhe. Zu Hause bewirkt die Suche nach Erika Sudmeier ein mittleres Chaos. Der Geschirrabwasch wird vernachlässigt und die Wohnung ist unaufgeräumt. Seit geraumer Zeit springt er morgens nicht mehr schwungvoll aus dem Bett und verzichtet auch auf die Morgengymnastik. An manchen Tagen schlingt er in Eile das Frühstück herunter und versäumt den Abwasch. Durch diese Frau ist sein Leben mächtig durcheinander geraten. Der Pförtner sagt schon längst nicht mehr pünktlich wie immer und Willi Otremba knurrt nur noch einen unverständlichen Gruß, wenn er ihn mal zu Gesicht bekommt. Kummer stellt sich ein und oft sitzt Feddersen abends deprimiert im Sessel. Was ist mit mir geschehen, fragt er sich. Begegne ich einmal in meinem Leben bewusst einer Frau und schon stehe ich in hellen Flammen und verbrenne. Das kann so nicht weitergehen. In dieser Stimmung gibt er es auf, weiter nach Erika Sudmeier zu suchen und ihm wird bewusst, dass er vermessen gehandelt hat. Ich kenne diese Frau doch gar nicht, nur weil ich im Bus neben ihr gestanden habe, ihr Parfüm kenne und wir einige hundert Meter gegangen sind, bilde ich mir etwas ein. Wenn sie wüsste, wie ich hinter ihr herlaufe, hätte sie gewiss nur ein mitleidiges Lächeln für mich übrig. Er besinnt sich schweren Herzens und bleibt fortan in seiner Wohnung. Aber die Unruhe bleibt ihm. An einem Abend geht er mit einer Taschenlampe bewaffnet doch hinaus auf die Nordallee. Er hat die Absicht, an jeder Haustür die Namensschilder zu lesen. Die frühe Dunkelheit begünstigt sein Vorhaben. Endlich findet er ein Haus mit dem gesuchten Namen auf dem Schellenschild. Richtig, das ist die Tür, in die Erika am ersten Abend hineinging. Er wundert sich, dass ihm das entfallen konnte. Auf dem Schild liest er Erika Sudmeier und weiter einen männlichen Vornamen. Sie ist verheiratet. Er erschrickt und denkt entsetzt, ich laufe einer Frau hinterher, ohne an diese Möglichkeit gedacht zu haben. Nun geht er endgültig enttäuscht nach Hause und fühlt sich krank. Die so sehr von ihm bisher gelebte Ordnung kehrt jedoch nicht zurück. An einem Tag fährt er einen Bus später. Die Erinnerung an Erika ist allmählich blasser geworden. Umso größer ist sein Erstaunen, als er sie an der Haltestelle stehen sieht. Er grüßt zurückhaltend. Sie aber erwidert den Gruß sehr erfreut. Wie schön, Sie wiederzusehen. Waren Sie krank? Seit unserer ersten Begegnung ist ja eine Ewigkeit vergangen. Oft habe ich nach Ihnen Ausschau gehalten, jedoch ohne Erfolg. Bis zu diesem Morgen hatte er seine Gefühle einigermaßen in den Griff bekommen, aber das erneute Wiedersehen befreit ihn von allen guten Vorsätzen. Verzaubert lächelt er Erika an. Beim Einsteigen lässt er ihr den Vortritt. Sie steuert auf ihren Sitz zu und bittet ihn, sich neben sie zu setzen. Munter berichtet sie, diesen Bus nehme ich morgens nur selten. Meistens fahre ich einen später. Mit welchem fahren Sie? Ich bin schon mit einem Bus früher unterwegs. Ich finde Sie nett, das sagt mir mein inneres Gefühl und ich habe es bedauert, Sie die ganze Zeit nicht gesehen zu haben. Erika sieht ihm voll ins Gesicht und lächelt. In Feddersen keimt erneut eine Hoffnung. Aber worauf, fragt er sich sofort. Mein Leben ist doch schon genug durcheinander geraten. Das Gefühl für Erika vertieft sich immer mehr. Bei einem späteren Zusammentreffen im Bus nimmt er allen Mut zusammen. Wir könnten unser Wiedersehen ja ein bisschen feiern. Ich möchte Sie zum Essen in Severin einladen. Haben Sie Lust mitzukommen? Gerne, danke für die Einladung. Lieber ist es mir aber, Sie kommen zu mir. Ich koche gerne,
und werde etwas Gutes zubereiten. Außerdem bin ich alleine, es wird Ihnen sicher gefallen. Er zögert, er weiß ja, dass sie verheiratet ist. Dann stimmt er aber doch zu und wundert sich über seinen Mut. Was ist aus meinem geordneten Leben geworden? Meine innere Uhr geht total falsch. Ein Abendessen mit der verheirateten Frau, die ich heimlich liebe, denkt er. Mein Problem wird dadurch noch größer, dass ich dieser Frau auch begegnen musste. Aber nun hat er es versprochen, also wird er auch hingehen. In ihm kristallisiert sich die Hoffnung, dass er sich von seiner jahrelangen Versklavung lösen kann. Dann wird eine andere Ordnung sein Leben bestimmen. Und schon jetzt empfindet er sie als Befreiung. Fröhlich und beschwingt beginnt er morgens den neuen Tag mit Musik und Frühgymnastik. Dauert das Frühstück länger als sonst, stört es ihn nicht. Den Abwasch verrichtet er, wenn er dazu Lust verspürt und es unvermeidbar wird. Trifft er morgens Erika im Bus und beginnt seine Arbeit später, findet er das ganz in Ordnung. So wird dafür die gleiche Zeit abends länger gearbeitet. Der Pförtner sagt nicht mehr, pünktlich wie immer, Herr Feddersen. Und die Grüße von Willi Otremba sind nicht mehr so freundlich. Es ist, als habe eine neue Zeit begonnen. Mit Blumen in der Hand klingelt er auf der Nordallee an der Haustür Nummer 22. Schön, dass Sie gekommen sind. Legen Sie ab. Das Essen ist gleich fertig. Feddersen ist sprachlos. Erika trägt ein zart geblümtes, helles Kleid, edlen Goldschmuck und ist bezaubernd frisiert. Ihre Füße stecken in zierlichen Schuhen. Der Tisch ist feierlich in Weiß und Blau gedeckt. Kerzen brennen. Hinter dem Tisch, voll angestrahlt von der feierlichen Beleuchtung, steht Erikas Mann. Befangen starrt Feddersen ihn an. Erika sagt, darf ich Ihnen meinen Bruder Ludwig vorstellen? Sie werden sich sicher gut verstehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.